Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens Pflegeausbildungsfonds. Die Berichterstattung hat freundlicherweise der Kollege Utter übernommen für den Kollegen Tippi, der hier oben sitzt. Sehr geehrte Präsidentin, der Gesetzentwurf war dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Ausschuss hat hierzu eine schriftliche Anhörung durchgeführt und in seiner 16. Sitzung am 17. Oktober den Gesetzentwurf behandelt. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt nun dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Ja. Vielen Dank, Herr Abg. Utter. Als nächstes hat sich die Frau Abg. Müller-Klepper von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mach Karriere als Mensch. Unter diesem Motto wirbt die Bundesregierung für die neue Pflegeausbildung, die am 1. Januar startet. Die Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege werden zusammengeführt. Wir wollen, dass dieses Modell ein Erfolg wird. Die Menschen, die Pflegebedürftige und Kranke betreuen, sind das Herzstück einer guten Pflege in Hessen. Sie leisten mit hoher Fachlichkeit und Empathie Dienst am Nächsten. Das verdient mehr Unterstützung und Wertschätzung. Der Pflegeberuf muss attraktiver werden, auch damit wir mehr Menschen für ihn gewinnen. Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, mehr Entwicklungschancen – das ist Ziel der konzertierten Aktion Pflege von Bund und Ländern und eine zukunftsfähige Ausbildung. Deshalb wurde das einheitliche Berufsbild entwickelt. Es wertet die Pflege auf. Die Qualität der beruflichen Ausbildung wird verbessert durch modernisierte Inhalte, mehr Praxisanleitung, eine bessere Ausstattung der Schulen. Und der Pflegeberuf wird flexibler. Die einheitliche Ausbildung, sie eröffnet vielfältigen Einsatz in allen Sektoren und neue Qualifizierungs- und Karrierewege. Und hinzu kommt neben der beruflichen Ausbildung die Option eines Pflegestudiums. Zwischen Hochschulen und dem Wissenschaftsministerium laufen derzeit hierfür die Abstimmungsgespräche, denn die Finanzierung muss über den Hochschulpakt erfolgen. Mit dem Ausbildungsfonds, wie eine Stellungnahme fordert, ist das rechtlich nicht möglich. Wir schaffen mit unserem Gesetz die Grundlage für die Finanzierung der beruflichen Ausbildung. Sie ist gerecht, kostendeckend und azubi-freundlich. In der Anhörung wurde bestätigt, dass so tragfähige Strukturen entstehen. Die Ausbildung wird bundesweit für jeden Azubi kostenfrei. Jeder bekommt eine Ausbildungsvergütung. Das ist bei uns in Hessen längst gängige Praxis. Eine Veränderung gibt es aber beim Finanzierungssystem. Es wird ein Umlageverfahren eingeführt. Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeversicherung und Land finanzieren solidarisch durch Einzahlung in den Ausbildungsfonds. Wer ausbildet, erhält daraus für jeden Auszubildenden ein Budget. Es deckt komplett die Kosten. Und den Pflegeschulen werden die Betriebskosten einschließlich Praxisbegleitung erstattet. Der Fonds hat keinen Deckel. Keine Ausbildungsoption scheitert am Geld. Das RP Gießen verwaltet den Fonds und führt das Umlageverfahren durch. Ich wiederhole an dieser Stelle meine Worte aus der ersten Lesung. Die Mitarbeiterschaft dort schultert mit dem Ministerium einen Herkulesakt, damit das neue System pünktlich ans Netz gehen kann. Herzlichen Dank dafür. Dank dieses Einsatzes sind wir voll im Zeitplan. Der Finanzierungsbedarf für die Pflegeausbildung 2020 in Hessen ist ermittelt. Die Ausbildungspauschalen sind vereinbart. Hessen war eines der ersten Länder, das ein Ergebnis vorlegen konnte. Die Umlegebeträge sind berechnet. Die Bescheide ergehen derzeit.
Das Ministerium arbeitet seit letztem Jahr mit den Ausbildungspartnern in Arbeitsgruppen die Umsetzungsschritte. Und im Koordinierungsgremium erfolgt die Abstimmung. Was Frau Dr. Sommer bei der ersten Lesung an Gremien vorgeschlagen hat, das existiert längst und arbeitet effektiv. Die Vorbereitung erfolgt im Schulterschluss mit der Praxis. Das Land hilft beim Aufbau von Kooperationsstrukturen. Die Pflegeschulen haben hier eine wichtige Koordinatorenrolle. Hierfür gibt es Geld vom Bund. Die Kosten der Altenpflegeschulen für zusätzliches Personal wurden bei den Pauschalen berücksichtigt. Nicht enthalten sind im Entgelt der Generalistik die Miet- und Investitionskostenbedarfe. Diese Lücke schließen wir im Haushaltsentwurf, sind hierfür 6,6 Millionen € eingeplant. Meine Damen und Herren, ich danke den Einrichtungen und Pflegeschulen für ihre Mitwirkung, auch beim Ausbildungspakt, den alle mit dem Land, mit dem Sozialministerium geschlossen haben. Er hat zwei Ziele, nämlich dass für alle Interessenten ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen und eine nachhaltige Steigerung der Ausbildungszahlen. Bund und Länder haben vereinbart, bis Ende 2023 die Zahl der Azubis in der Pflege um mindestens 10% zu erhöhen. Hessen, Frau Abgeordnete Müller-Klöpper, Sie müssten zum Schluss kommen. Hessen wird seinen Beitrag leisten. Mit dem Gesetz stellen wir sicher, dass nicht nur die Finanzierung der neuen Ausbildung, sondern auch die Steigerung der Plätze finanziell abgesichert ist. Hessen ist für die Neuzeit in der Pflegeausbildung und den Ausbau der Kapazitäten bestens gerüstet. Danke. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abg. Pürsün von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Liebe Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Fachkräftemangel ist schon heute besorgniserregend. Er wird sich aber im Laufe der nächsten Jahre noch einmal drastisch verschärfen. Heute kommen auf 100 gemeldete Stellen im Pflegebereich nur 22 Bewerberinnen und Bewerber. Projektionen zeigen, dass im Jahre 2035 der Gesundheitssektor die meisten erwerbstätigen Stellen und gleichzeitig die gravierendsten Engpässe verzeichnen wird. Bundesweit, so die Schätzung, wird sich allein die Zahl der zusätzlichen benötigten Pflegefachkräfte auf über 130.000 summieren. Es werden in Deutschland generell Fachkräfte fehlen, und die verschiedenen Bereiche werden miteinander um Fachkräfte konkurrieren. Bis zum Jahr 2030 werden nach Schätzungen zwischen 400.000 und 600.000 Fachkräfte in Hessen fehlen. Eine erschreckende Zahl, die verdeutlicht, dass die Versorgung unserer Bevölkerung, mit welchen Leistungen auch immer, in den nächsten 10 Jahren immer prekärer wird. Völlig unverständlich ist in diesem Zusammenhang die noch immer zögerliche Haltung der Bundesregierung gegenüber einem so dringend notwendigen Einwanderungsgesetz. Ein Einwanderungsgesetz, das von uns Freien Demokraten schon seit einer gefühlten Ewigkeit gefordert wird. Leider hat auch die Hessische Landesregierung die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sonst hätte sie schon in der letzten Legislaturperiode sich dazu entschlossen, die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen kostenfrei zu stellen. Wie sollen denn die vielen Pflegebedürftigen, es sind etwa 70%, ambulant versorgt werden, wenn es zunehmend an Pflegepersonal fehlt? Ganz besonders leidet die häusliche Intensivpflege unter dem akuten Fachkräftemangel in der Pflege. Zu denen, die anfragen und dringend eine Intensivpflege außerhalb der Klinik im häuslichen Bereich benötigen, gehören auch viele Familien, die ein schwerst erkranktes Kind zu Hause betreuen. Wir können doch diesen Familien nicht sagen, dass sie ihr krankes, schwer pflegebedürftiges Kind in eine Pflegeeinrichtung geben müssen, weil das Personal für eine häusliche Pflege fehlt. Deshalb frage ich Sie, Herr Staatsminister Klose, warum haben Sie nicht wesentlich früher reagiert und wenigstens die Pflegeausbildung kostenfrei gestellt? Es geht auch anders. Das zeigt Schleswig-Holstein mit einem liberalen Gesundheitsminister, der sich um die Gesundheitsfachberufe und ihre Herausforderungen kümmert.
Bereits Anfang dieses Jahres hat Schleswig-Holstein die Schulgeldfreiheit für die Ausbildung in allen Gesundheitsfachberufen eingeführt. Die Schulgeldfreiheit der Ausbildung in diesen Berufen ist eine nicht zu unterschätzende, wichtige Investition in die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Sie hätte angesichts des Mangels an Personal schon längst in Hessen kommen müssen. Wir können uns solche Hürden beim Kampf um qualifiziertes und engagiertes Personal nicht mehr leisten. Mit der vollständigen Übernahme des Schulgeldes in allen Gesundheitsfachberufen ist Schleswig-Holstein Vorreiter auf Bundesebene. Auch viele andere Bundesländer haben sich aus der Warteposition auf eine Regelung auf Bundesebene ausgeklinkt und gehen bereits eigene Wege. Hessen ist Schlusslicht und wartet trotz der prekären Situation im Gesundheitsbereich auf den Bund. Der Pflegeausbildungsfonds ist der erste überfällige Schritt. Selbstverständlich stimmen wir dem zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Böhm von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe letzte Woche an einer Veranstaltung in meinem Wahlkreis teilgenommen, bei der haben sich ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Professionen und Betroffenheiten getroffen, um sich damit zu beschäftigen, was machen wir mit dem Mangel an Pflegekräften. Weil das trifft ja auch ganz viele von uns in dem Alter, wo unsere Eltern auch pflegebedürftig werden. Und ich denke, in dieser Diskussion ist mehr herausgekommen als bei vielen Politikerdiskussionen und bei sogenannten konzertierten Aktionen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren unsere Pflegekräfte in irgendeiner Weise verdreifachen müssen. Die Vorschläge, die aus dieser Runde kamen, die lediglich 2 Stunden zusammensaß, waren schon sehr kreativ. Die fingen an bei den Kommunen, die verbilligte Wohnungen und einen kostenlosen ÖPNV für die Pflegekräfte zur Verfügung stellen sollen, eine Aufwertung des Berufs durch bessere Bezahlung, Werbekampagnen an Schulen, aber auch bei Älteren und Eingewanderten. Und da brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt auf das Einwanderungsgesetz einzugehen, weil ich denke, wir sollten eher dafür kämpfen und dafür rühren, dass hier die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Selbst wenn Arbeitskräfte einwandern, werden sie auch nicht mit den Arbeitsbedingungen einverstanden sein. Bis zu dem Thema, was ich auch ganz wichtig finde, ist die Enttabuisierung von Alter und Pflege, die notwendig ist, um ein anderes Bild in dieser Gesellschaft darzustellen, dass das auch wirklich ein wertvoller und wichtiger Beruf wird. Ich denke, aus allem, in allen Bereichen ist notwendig. Aber das ganz, ganz wesentlich ist, ganz wesentlich sind die Arbeitsbedingungen. Hier wurde die Einführung der Generalistik nicht unbedingt als Lösung, sondern als Teil des Problems wahrgenommen. Es ist aber jetzt wirklich an der Zeit, echte Lösungen zu finden. Mit der Generalistik wurde uns versprochen, dass jetzt der Nachwuchs vermehrt und die Altenpflege gestärkt wird. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt haben wir das Pflegereformgesetz, das hier auf der Landesebene umgesetzt werden muss, mit dem Pflegeausbildungsfonds, der die Schulgeldfreiheit weiter sicherstellen soll. Das ist gut. Ich denke, das ist sinnvoll, sicher auch für alle anderen Berufe, alle anderen Gesundheitsberufe, auch die der Heilmittelerbringer. Auch die Ausbildungsumlage ist gut. Es ist eine gute, weil eine linke Forderung, dass ausbildungswillige Betriebe entlastet werden und Unternehmen, die ausbilden könnten, aber nicht wollen, in die Verantwortung genommen werden. Das hätte schon vor Jahrzehnten eingeführt werden können. Allerdings wird uns diese Reform nicht mit den Lösungen versehen, die wir brauchen, um den Weggang der Pflegekräfte aus dem Beruf aufzufangen. Dies geschieht zunehmend aus Altersgründen, aber auch, weil die Kolleginnen und Kollegen völlig entkräftet sind. Sie sind mit dem ständigen Rufen aus dem Frei konfrontiert, also keine zusammenhängende Freizeit. Sie können ihre Pausen nicht einhalten, müssen Doppelschichten schieben, und das bei einer sowieso schon belasteten Schichtarbeit. Sie haben keine Chance, ihr Leben so zu planen, dass der Beruf und der Rest des Lebens in Vereinbarung kommen. Und ich denke, gerade auch da die besseren Arbeitsbedingungen
bedingen und die bessere Bezahlung. Da muss ich endlich etwas tun. Nur dann werden wir mehr Pflegekräfte haben. Und hier ist auch das Land gefordert. Auch der Fonds, den, so wie ihn die Landesregierung vorschlägt, geht keinen Millimeter über die bundesweiten Vorgaben hinaus. Ich bin dankbar für die Anhörung. So wurde ich von der Hochschule Fulda auf die eklatante Ungleichbehandlung von Pflegeschülerinnen und Studierenden aufmerksam. Die Schülerinnen erhalten Ausbildungsvergütung. Da gibt es Umlagen auch für die Anleitung. Bei den Studierenden ist das alles nicht vorhanden. Das heißt, diese Ausbildung, diese Studierendenausbildung, die mal als innovative Maßnahme des Landes auf den Weg gebracht wurde, ist jetzt wieder in eine Sackgasse gelaufen und wird Stück für Stück weniger werden. Und ich denke, dieses macht noch einmal deutlich, dass auch diese Maßnahmen des Landes noch lange nicht auszureichend sind. Ich finde es schön, wenn ich jetzt höre, dass auch die alten Pflegeschulen oder die Pflegeschulen insgesamt Unterstützung bekommen, weil sie haben jahrelang in der Situation gelebt, dass sie von viel zu wenig Geld existieren mussten und unterfinanziert waren. Mal gespannt, ob dieses Geld ausreicht, was die Landesregierung in den Haushalt einstellt. Die Ausbildungsumlage ist ein kleiner Schritt, allerdings noch nicht ausreichend, deswegen auch unsere Enthaltung. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, Personalmindestgrenzen, bessere Bezahlung, eine Finanzierung der Kosten für die Tarifverträge, die jetzt auch in Verhandlungen sind, sodass die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen Frau Abgeordnete Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, auch nicht noch mehr belastet werden. Und ich denke, eine gute Maßnahme ist der Darmstädter Appell an den Bundesgesundheitsminister, den ich Ihnen allen nur zur Kenntnis und zur Unterstützung geben darf. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Hier in diese Richtung sollte es weitergehen. Danke schön. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Borgdeit von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur zweiten Lesung hat sich nur Unwesentliches verändert. Die Bundesregierung hat die Grundlagen zur Reform der bisherigen dreigliedrigen Ausbildung für die Bereiche Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege gelegt. Wir sind heute mit diesem Gesetzentwurf aufgefordert, durch einen und mit einem Fonds die Umsetzung zu erwirken für das Bundesland. Das ist in diesem Gesetzentwurf vollführt worden. Ich will noch einmal eins sagen. Ich glaube, dadurch wird der Beruf tatsächlich attraktiver. Mit einer Ausbildung haben Sie drei Möglichkeiten, später beruflich sich zu engagieren. Das macht den Beruf attraktiver. Ich habe es auch schon einmal gesagt, dass ich mit dem Herrn Spahn oftmals anderer Meinung bin. Aber in diesem Zusammenhang kann man ihn nur loben. Ich glaube, dass es ein richtiger Schritt ist. Ich glaube, dass dieser generalistische Ansatz tatsächlich den Beruf attraktiver macht. Das begrüßen wir ausdrücklich. Zweitens glaube ich, dass wir dann abwarten müssen, wie sich innerhalb dieser Berufe sich die Verschiebung entwickelt. Viele warnen uns davor und sagen, die zukünftigen Pflegeausgebildeten werden mehr in die Kinderkrankenpflege gehen statt in die Altenpflege. Diesen Prozess müssen wir genau beobachten und müssen gegebenenfalls nachsteuern. Ich glaube, dieser Gesetzentwurf ist überschaubar. Er führt einen Umlagefonds ein, der notwendig ist, um diese neue Ausbildung zu finanzieren. Das tut er. Er wurde auch wenig kritisiert. Zu Kollegen von der FDP, Herr Kollege Pürsün, ich habe eben noch einmal nachgefragt, seit Sie sagen, es kommt alles viel zu spät mit dem Schulgeld für Altenpflege. Ich meine, erste Vorbemerkung ist, wenn das Einzige, was man der Landesregierung vorwirft, dass was die Landesregierung tut, zu wenig ist und man mehr davon machen könnte und dass es zu spät ist, dann können wir gut mit dieser Kritik leben. Offensichtlich tun wir wenig Falsches. Dafür bedanken wir uns für dieses versteckte Kompliment. Und das Zweite, Ihre Information. Das Altenpflegeschulen, das Schulgeld ist bereits seit 10 Jahren abgeschafft, Herr Kollege Pürsün. Wussten Sie das? Sie haben sich hingestellt und gesagt, es würde Zeit, und es kommt mal wieder zu spät. Seit über 10 Jahren ist mir bestätigt worden, ist das Schulgeld abgeschafft worden. Es schadet also auch nichts, dass man sich hin und wieder mal informiert, wie die Situation vor Ort ist. Und insofern glaube ich, ich weiß, es verhindert die muntere Debatte, Herr Kollege Pürsün. Sie sind ja ein Symbol dessen, dass Sie gerne diskutieren und sich dann erst schlau machen. Vielleicht ist es ein Exempel, dass Sie es beim nächsten Mal andersrum machen. Dieser Fonds ist richtig, dieser Gesetzentwurf ist richtig, und ich bin auch, er verdient auch die Mehrheit dieses Hauses. Danke schön. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Papst-Dippel von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Vorgaben des Bundes zur Einrichtung eines Sondervermögens im Haushalt, dem Pflegeausbildungsfonds, um. In der vorausgegangenen Anhörung hat der Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda wenig Gestaltungswillen in der Umsetzung der Vorhaben angemahnt. Dabei wurde eine Ungleichbehandlung von Studenten im Pflegestudium gegenüber Schülern von Pflegeschulen angemahnt. Die Forderung nach stärker akademisch qualifiziertem Personal mit attraktiverem Berufsbild werde so nicht in die Umsetzung kommen. Die AfD sieht allgemein die Generalistik im Bereich der Pflege als nicht zielführend an. Und wenn man dann noch einen akademischen Grad erwirbt, dann erwartet man natürlich höhere Anerkennung und damit verbunden auch bessere Bezahlung. Wo aber entstehen die besser bezahlten Jobs? Wie wird die Bezahlung in der Arbeitsrealität zwischen akademisiertem und nicht akademisiertem Personal aussehen? Und vor allem, wie wird sie außer durch zusätzliche Kompetenzen bei niedrigerer Stundenzahl im praktischen Bereich begründet? Den Pflegenotstand werden wir so bei der anstehenden Steigerung des Bedarfs nicht abwenden können. Die Wertschätzung des Pflegeberufes muss sich zwingend auch in der Bezahlung zeigen. Aber vordringlich ist es, bessere Bedingungen im Arbeitsalltag zu schaffen. Das haben meine Vorredner auch schon gesagt. Das wünschen sich übrigens Pflegekräfte überall dort, wo man sie fragt. Geld wird meistens als zweiter Grund genannt. Eine Zusammenlegung der einzelnen Pflegebereiche in der Ausbildung scheint uns dazu nicht geeignet. Sind doch die einzelnen praktischen Anforderungen auch noch erheblich unterschiedlich. Auch die erhoffte Sogwirkung auf Interessenten an Pflegeberufen durch eine verbesserte finanzielle Situation der Pflegeschüler wird nur dann einsetzen, wenn die konkrete Arbeitssituation merklich verbessert wird. Und der Schlüssel dazu ist natürlich, mehr Personal vorzusehen. Der Pflegeausbildungsfonds ist insofern ein Schritt in die richtige Richtung, dass die geleistete Arbeit von Pflegeschülern richtigerweise honoriert wird und die Betriebskosten der Schulen ausgeglichen werden. Man kann nur hoffen, dass sich schnellstens viele Schüler finden, die dann auch den Beruf erlernen. Auch die Stellungnahme des VdK halten wir für bedenkenswert. Sie benennt ebenfalls Zweifel an einer starken Attraktivitätssteigerung und sieht keine Lösung des Bewerber- und Nachwuchsmangels beim erwarteten steigenden Bedarf an Pflegekräften. Der VdK mahnt an, dass die Kosten der Pflegeausbildung nicht auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden dürfen. Pflege ist jetzt schon ein sehr kostenintensiver Bereich, und die Eigenanteile der Pflegebedürftigen in Pflegeeinrichtungen sind teilweise enorm gestiegen. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt Vorgaben von der Bundesebene um und sollte zu gegebener Zeit evaluiert werden. Eins ist klar, das Thema Pflege wird uns hier im Plenum immer wieder begleiten, und Änderungen und Anpassungen wird es immer wieder geben müssen. Wir stimmen dem Gesetzentwurf heute trotz einiger Kritikpunkte zu. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abg. Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Pflegeausbildungsfonds als Umlagefonds, also finanzieller Ausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen, ist gut. Da gibt es keine Einwände. Ein wesentliches Ziel, das haben wir auch schon gehört, der Generalistik ist, dass künftig ausreichendes Fachpersonal zur Verfügung stehen soll und dass die Attraktivität des Pflegeberufs insgesamt erhöht werden soll. Der Ausbildungsfonds ist das eine, die Umsetzung der Generalistik das andere. Dass hier andere Bundesländer engagierter an der Sache sind, habe ich in der ersten Lesung schon deutlich gemacht. Und die Unterlagen haben auch gezeigt, dass sich die Sozialpartner mehr Engagement von der Landesregierung wünschen, meine Damen und Herren. Insgesamt wird aber der Ausbildungsfonds begrüßt. Und dass endlich überall Schulgeld abgeschafft wird, ist als großer Erfolg der Reform auf Bundesebene zu werten. Es muss aber auch gewährleistet werden, dass wir jetzt genügend Personal, genügend Auszubildende gewinnen können.
Daher bleibt nach wie vor die Frage, was macht Hessen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, meine Damen und Herren? Sie, Frau Müller-Klepper, haben eben viel gesagt. Aber davon ist nichts, aber auch gar nichts im Gesetzentwurf vorhanden. Den Gesetzentwurf nutzen Sie nämlich eben nicht, um die Ausbildung zu forcieren, um Ausbildungsplätze zu erweitern, eine Ausbildungsoffensive zu starten, die Möglichkeit der Pflegeassistenz hier anzuerkennen, den Zugang durch ein soziales Praktikum in das Berufsfeld zu ermöglichen oder auch das Pflegestudium, was eben schon angesprochen wird, findet gar keine Berücksichtigung. In diesem Rahmen möchte ich auch auf die Problematik an Schulen, die Pflegehelfer ausbilden, hinweisen. Hier gibt es bislang keine Übergangsregelung für Lehrkräfte. Was tut die Landesregierung denn da, um diese Kurse aufrechtzuerhalten? Die starten nämlich meines Wissens am 1.11. Das ist nicht mehr weit. Und das wäre eine Zäsur, wenn das wegfallen würde. Da bin ich auf Ihre Antwort heute, Herr Minister, gespannt. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass Sie alle, jede und jeder Einzelne von Ihnen im Alter gut versorgt und gut gepflegt sein möchte. Aber von wem ist die Frage, wenn wir nicht endlich dem Fachkräftemangel entgegensteuern? Herr Minister, wer jetzt nicht handelt, vernachlässigt sträflich die Bedürfnisse einer immer älter werdenden Gesellschaft. Wann erwacht die Landesregierung endlich aus ihrem Dornröschenschlaf und sorgt für übermorgen? Die Zahl der Pflegebedürftigen soll laut Prognose um 35% steigen. Gleichzeitig steigt die Zahl der offenen Stellen von Pflegekräften. In Hessen fehlen bis 2035 laut Bundesinstitut für Berufsbildung ca. 13.000 Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Genauso sieht es in der Krankenpflege aus. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist also rechtzeitig und nicht zu spät. Und da sind wir der Meinung der FDP, Fachkräfte zu gewinnen. Wir vermissen dabei Taten bei diesem immensen Handlungsdruck. Und im Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, ich habe es eben schon einmal gesagt, steht von dem allen nichts. Ich sage es noch einmal, der Pflegeausbildungsfonds ist gut, aber wir brauchen Personal, wir benötigen Menschen, die diesen wertvollen und verantwortungsvollen Beruf mit einer Ausbildung absolvieren möchten. Ständig ist zu hören, dass die Nachfrage schneller steige und dass das Angebot an Absolventen und die Anstrengungen im Ausbildungsbereich nicht mithalte. Die Landesregierung sieht es hier als primäre Aufgabe der Arbeitgeber an, die Anzahl der Auszubildenden in Pflegeberufen zu steigern. Mitverantwortlich seien Arbeitsverwaltung und Jobcenter. So die Antworten auf unsere Anfragen. Das Land aber trägt in unseren Augen Verantwortung für die Daseinsvorsorge. Da können Sie sich nicht wegducken, meine Damen und Herren. Irgendwann brauchen vielleicht auch Sie diese Hilfe. Es gibt schon heute viele Menschen, die Pflege bedürfen. Pflegende Angehörige fühlen sich alleingelassen. Haben Sie einmal einen Pflegeplatz, einen ambulanten Dienst, Entlastungsleistung, Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege gesucht? Gute Verrichtung. Die Kapazitäten sind nämlich begrenzt. Begrenzt, weil oftmals das Personal fehlt. Wir brauchen Personal, um gute Pflege umzusetzen. Und das sage ich noch einmal mit den aktuellen Debatten verbunden, die wir in der letzten Zeit geführt haben, gerade rund um die Fixierung und Betreuung von Menschen, die Hilfe bedürfen, brauchen wir Zeit und brauchen wir genügend Personal. Pflegekräfte leisten tagtäglich eine wertvolle Arbeit. Und deswegen brauchen wir gute Arbeitsbedingungen. Es braucht Gesetze, die vor dauerhafter Überlastung, Unfällen und Berufskrankheiten schützen und die den Pflegeberuf attraktiver machen. All das wird ausgespart. Frau Abg. Dr. Sommer, Sie mussten zum Schluss kommen. Ja, all dies wird ausgespart in dem Gesetz. Wir sagen grundsätzlich Ja zum Pflegeausbildungsfonds, enthalten uns dennoch, weil, wie gesagt, Sie hier nicht innovativ agieren, die Ausbildungssteigerung nicht angehen. Und ich möchte noch einmal das Zitat, was auch die Frau Papst-Dippel verwandt hat, noch einmal unterstreichen. Denn es hieß in den Stellungnahmen, dass dieser vorgelegte Gesetzentwurf keinen Gestaltungswillen in der Umsetzung erkennen lässt. Diesem Zitat können wir vollumfänglich zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Auf Wunsch des Abg. Bocklet hat sich der Abg. Pürsün von den Freien Demokraten noch einmal zu Wort gemeldet, der extra dafür 1 Minute 29 aufgespart hat in der ersten Rede. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus Bocklet, irgendwie hast du mir nicht zugehört oder du hörst nur das, was du hören willst, weil das Wort Altenpflege habe ich gar nicht verwendet. Wie auch immer, du hast ja gesagt, vor 10 Jahren ist etwas Gutes geschehen. Das Gute vor 10 Jahren war, dass ihr nicht regiert habt, sondern vor 10 Jahren haben CDU und FDP regiert. Und da sind wir Freie Demokraten uns mit der CDU auch absolut einer Meinung. CDU und FDP machen bessere Gesundheitspolitik als die Grünen. Also ich sehe jetzt keinen Widerspruch bei der CDU, auch wenn es wehtut, auch wenn es wehtut bei den Grünen. Ich sage es auch immer in Frankfurt, da haben wir einen grünen Gesundheitsdezernenten, ich rate ihm. Schauen Sie sich ab, wie es in Düsseldorf läuft. Da gibt es einen liberalen Gesundheitsdezernenten, Herr Staatsminister Klose. Ich rate es Ihnen dringlich. Schauen Sie sich das in Kiel an. Da läuft es besser. Da können Sie sich viel abgucken. Und das ist natürlich. Und es ist natürlich auch wieder nur die selektive Wahrnehmung des Kollegen Bocklet, der sagt, wenn diese Landesregierung oder die grünen Minister und die grüne Fraktion pro Tagesordnungspunkt einen Fehler machen, dann sei das schon eine gute Bilanz. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass Ihre Bilanz nach so kurzer Zeit katastrophal ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich komme noch einmal zurück zum Thema Pflegeausbildungsfonds. Ich glaube, das Thema an sich muss uns so wichtig sein, dass wir auch hart an der Sache fahren, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich glaube, dieses Bundesgesetz, tatsächlich das Bundesgesetz zur Reform der Pflegeberufe, hat die Ausbildung in diesem Berufsfeld grundlegend modernisiert, und das war auch längst nötig. Deshalb ist es voll in unserem Sinne, dass die bisher getrennten Ausbildungspfade in der Kranken-, in der Kinderkranken- und in der Altenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung mit Spezialisierungsmöglichkeiten zusammengefasst werden. Und zwar deshalb, weil das vor allem den Auszubildenden zugutekommt. Sie müssen kein Schulgeld mehr zahlen, das mussten sie in Hessen schon lange nicht, und sie erhalten endlich eine angemessene Ausbildungsvergütung. Mit diesem Gesetz etablieren wir das Umlageverfahren, das das Bundesgesetz auch vorsieht, nämlich den Ausbildungsfonds. Da müssen dann alle einzahlen, die später von den gut ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen profitieren. Und das sind natürlich die Einrichtungen, die Pflegekräfte beschäftigen. Es sind aber auch die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen, aber auch das Land. Und alle Einrichtungen, die Ausbildung, allen Einrichtungen, die ausbilden, wird ihr Mehraufwand aus diesem Ausbildungsfonds dann auch ersetzt. Und das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, und da stehen wir vor allem in den sozialen Berufen natürlich vor einer riesigen Herausforderung, ist es besonders drängend, diese Ausbildungsplätze attraktiv zu machen, um mehr Menschen auch für die Pflegeberufe zu gewinnen. Und na klar, da wollen alle Länder rein. Gute Ausbildung kostet Geld, und wir sind in Hessen bereit, dieses notwendige Geld auch in die Hand zu nehmen. Und deshalb ist das ein gewaltiger Schritt hin zu mehr Ausbildungsgerechtigkeit. Es ist damit aber auch viel Arbeit für das Land verknüpft. Denn um dieses Gesetz auszuführen, hat die Bundesregierung uns einen ziemlich ambitionierten und engen Zeitplan auferlegt. Und deshalb will ich auch den Fraktionen noch einmal ausdrücklich für diesen Gesetzentwurf danken. Es ist ein wichtiger Baustein, um das Pflegeberufegesetz in Hessen umzusetzen, um das
gute und wichtige Umlageverfahren als Kernbestandteil dieser Reform zu etablieren. Hier in Hessen stehen alle Beteiligten in den Startlöchern und sind bereit, diesem wichtigen Instrument auch zum Erfolg zu verhelfen. Und auch dafür will ich mich bedanken. Hessen ist im Konzert der Länder übrigens eher früh dran. Das sagt ja sogar der Landespflegeausschuss. Und natürlich, meine Damen und Herren, ist dieses Gesetz nur ein erster Baustein, um die neue Pflegeausbildung erfolgreich und auch umfänglich einzuführen. Der Bundesgesetzgeber hat vieles, er hat aber nicht alles geregelt, und er hat an einigen Stellen auch sehr bewusst Lücken gelassen. Diese Lücken müssen wir sukzessive füllen, und auch hier werden wir wichtige Meilensteine setzen. Wir müssen allerdings auch teilweise für Versäumnisse des Bundesgesetzgebers einspringen. Beispielsweise, wenn es darum geht, die Mietkosten von Pflegeschulen oder vergleichbare Kosten für eigene Immobilien zu übernehmen. Und auch das ist ein weiteres wichtiges Element, denn nur so kann die Schulgeldfreiheit, die wir in Hessen, wie gesagt, schon lange haben, die der Bundesgesetzgeber aber jetzt erst angeordnet hat, auch wirklich dauerhaft verwirklicht werden. Das Land schließt hier also eine Lücke, die der Bund aus Kostengründen den Ländern überlassen hat. Wir nehmen diese Herausforderung offen an. Wir wollen viele junge Menschen für die Pflege gewinnen. Und dazu können ausdrücklich auch junge Geflüchtete beispielsweise beitragen. Und ich glaube, das wäre auch gerade im Hinblick auf das, was uns an Herausforderungen im Zusammenhang mit der kultursensiblen Pflege begegnet, ein wirklich doppelter Gewinn. Und weil das so ist, werden wir auch eine Sprachförderung für die Pflegeberufe begleitend zum Fachunterricht etablieren. Das ist im Bereich Altenpflege bereits gelungen, und wir wollen das jetzt auf alle Pflegeberufe ausweiten. Und deshalb noch einmal, meine Damen und Herren, ja, das vorliegende Gesetz ist der erste Baustein zur Umsetzung des Bundesgesetzes. Dabei bleibt es nicht. Wir werden weitere Schritte gehen, um die Ausbildung in den Pflegeberufen noch attraktiver zu machen. Und auch hierfür bitte ich schon jetzt um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann würde ich über den Gesetzentwurf mit der Drucksache Nummer 20785 abstimmen lassen. Wer für den Gesetzentwurf ist, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, CDU, Freien Demokraten und AfD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Habe ich CDU, CSU gesagt? Nein, ich habe CDU gesagt. Das ist die SPD und die Fraktion der Linken. Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Genau. Weiter liegen mir keine Handlungsanweisungen für den heutigen Abend vor, außer von Herrn Frömmrich vielleicht. Moment, draufdrücken. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir müssen da doch fürs Protokoll korrigieren, dass das mit Zustimmung der CDU, von Bündnis 90 die Grünen, der FDP und der AfD beschlossen wurde. Es wurde eben CDU, CDU gesagt. Gut, aber ich denke, wir müssen nicht noch einmal neu abstimmen. Gut. Dann sind wir jetzt am Ende der Tagesordnung, und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Wunderbar. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.